Der zweite Trainerwechsel der Bundesliga-Saison 2018-19 ist perfekt. Nach dem VfB Stuttgart hat nun auch Bayer Leverkusen die Reißleine gezogen und sich von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Der Nachfolger ist ein alter Bekannter. Nachdem die Bild am Samstag von der bevorstehenden Entlassung Herrlichs berichtete, bestätigte der Werksclub am Sonntagmorgen die Trennung vom 47-Jährigen. Bereits nach dem Spiel gegen Hertha BSC 3:1 soll der Trainer von seiner Entlassung in Kenntnis gesetzt worden sein, heißt es. Heiko Herrlich hat unserer Mannschaft im Vorjahr nach einer zuvor sehr schwierigen Saison wichtige Impulse verliehen und uns ins internationale Geschäft zurückgebracht. Bis zuletzt hatten wir die Überzeugung und den Willen, mit ihm als Cheftrainer die Wende zum Guten zu schaffen. Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen, begründete Sportchef Rudi Völler die Entlassung Herrlichs, auch wenn wir zum Jahresende hin wieder den Anschluss an die internationalen Plätze hergestellt haben, befinden wir uns nach der insgesamt nicht befriedigenden Halbserie in einer Situation, die einen Trainerwechsel aus unserer Sicht notwendig macht, ergänzte Völler. Mehr dazu, Bayer verweigert Herrlich Rückendeckung. Die Fußstapfen des 47-Jährigen tritt mit Ex-BVB-Coach Peter Bosch, ein alter Bekannter. Schon vor einigen Tagen soll sich der Werksclub mit dem Niederländer auf einen Vertrag geeinigt haben. Unter der sportlichen Leitung von Peter Bosch wollen wir versuchen, unseren ambitionierten Ansprüchen so schnell wie möglich wieder gerecht zu werden, erklärte Bayers Vorsitzender Fernando Caro. Dabei steht natürlich auch die Mannschaft in der Pflicht. Sie muss wieder regelmäßig die ohne Zweifel vorhandene Qualität abrufen, die sie im vergangenen halben Jahr leider zu selten demonstriert hat. Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes schwärmte unterdessen schon von dem offensiven, temporeichen und begeisternden Fußball, für den Peter Bosch steht. Er hat auf seinen Trainerstationen immer eine besondere Passion bei der Arbeit mit jungen Spielern gezeigt. Peter passt auch deswegen hervorragend zu uns, denn wir setzen seit vielen Jahren darauf, hochtalentierte Nachwuchskräfte weiterzuentwickeln und sie in einer ausgewogenen Kombination mit erfahrenen Profis auf Top-Niveau zu heben, so Rolfes. Klaus Augenthaler, Mai 2003 bis September 2005, Rudi Völler, September bis Oktober 2005, Michael Stiebe, Oktober 2005 bis Mai 2008, Bruno Labbadia, Juli 2008 bis Juni 2009, Jupp Heynckes, September 2009 bis Juni 2011, Robin Dutt, Juli 2011 bis März 2012, Sascha Lewandowski, April 2012 bis Juni 2013, Sami Hüppüpier, Juli 2013 bis April 2014, Sascha Lewandowski, April 2014 bis Juni 2014, Roger Schmidt, Juli 2014 bis März 2017, Taifan Korkut, März 2017 bis Juni 2017, Heiko Herrlich, Juli 2017 bis Dezember 2018.